Amerikaner Druck machen. Ich glaube, dass diese Tasche voll mit Zünder drin ausreicht, um ihn für den Rest seines Lebens einzubuchten. Naja, fast. Das steht fest, Gengar. Wir sperren ihn für den Rest seines Lebens weg. Hast du irgendwas, was der Polizei wirklich helfen könnte? Sei bloß nicht so sarkastisch, Gengar. Dieses Mal machen wir es richtig. Wir wollen das Bild von den Banditen wiederhaben. Sie haben es uns gestohlen. Ich will dafür nicht meine eigenen Leute losschicken. Ich brauche sie für andere Sachen. Gegen die Banditen, okay. Das ist genau mein Ding, ich mach's. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Oh, that's what I'm all about. I'll do it. Don't you worry about a thing. Take care of this first. Als erstes kümmerst du dich. Stiehl den Banditen das Bild. Alles klar. Soll ich die Banditen beklauen? Wie ist denn das jetzt? Guck, schau, da stehen schon zwei von diesen Arschlatten. Wieder zwei mehr, die nicht Auto fahren können. Drei. Meine Wenigkeit mit dazu gezählt. Ja. Naja, es ist aber irgendwo normal. Ich park mal hier. Mir doch egal. Puh, mir doch. Sag mal, bitte. Don't shoot, I'm with you. Spinnst du jetzt oder was, du Vogel? Lass mich da rein. Hast du irgendwas zu sagen hier? Nee, ne? Arsch, geige, dämlicher. Ja. Mal ganz kurz gucken, habe ich im Inventar irgendwas, was mich weiterbringt? Nein, nicht doch. Wie wär's denn mit meiner Flüstertüte? Nö. Vielleicht, mit dem Schießbrüssel? Ich bin jetzt ein Feind der Zivilisten, wie kommt denn das? Ist man jetzt schon Feind der Zivilisten, wenn man Verbrecher umlegt? Alles klar. Ja, würdest du bitte mal deinen Arsch hier rüber bewegen, damit ich dich erschießen kann? Drop your weapon. Nö. Hier friert die Hölle zu. Hey, nix getroffen. Schnaps gesoffen. Butter geleckt. Hat gut geschmeckt. Gut. Der eine hat den anderen erschossen oder habe ich durch die Wand irgendwie oder wie muss ich das verstehen? Ist ja auch egal. Hauptsache ist tot, würde ich mal sagen. Gut, dann kralle ich mir mal diese nackte Dame. Diese leicht bekleidete Dame. Oh. Wie heißt denn die Stellung? Banditen-Missionarstellung oder? Das ist aber gar nicht gesund, was du hier machst. Ah, okay. Ich kann es mir vorstellen. Dübeltechnik. Hm. Fischer-Dübeltechnik. Sowas in der Richtung. Kennt man ja Fischer-Dübeltechnik. Ja. Obwohl, ich glaube eigentlich nicht, dass sich Banditen gerne in die Wand stopfen lassen. Ist ja auch egal. Ach, schau. Gut, wir haben einen Sprit 95, 71 Zustand des Fahrzeuges. Passt schon. Das wird sich noch im Laufe des Spieles drastisch verändern. Natürlich. Zum Beispiel hier. Wenn wir mal drauf fahren, haben wir nur noch 69. Okay. Ja, Kamikaze ist wieder unterwegs. Guck, eine Beule mehr vorne, aber das sind es jetzt nicht.
Genau. Ist gerade der Ton weg? Hier ist das Bild, Captain. Und übrigens, die Anzahl von Kriminellen in dieser Stadt hat sich halbiert. Hier ist Ihr Bild, Captain. By the way, the number of criminals in town has now been halved. In ein paar Tagen ist wieder der alte Stand erreicht. Manchmal denke ich, dass sie sich klonen lassen. Danke für das Bild. Es gehört dem Architekten? Und jetzt, Captain, es hat mir echt Spaß gemacht, mir diesen Banditen vorzuknöpfen. What's next, Captain? Ausgezeichnet. Ich möchte, dass du drei Banditen aus dem Verkehr ziehst. Fatty, Balti und Long John. Diese Kerle haben das Sagen hier und sie haben mir ehrlich gesagt schon genug Ärger gemacht. Okay, das gefällt mir. Ich mag's, Captain. Heute wird die Welt ein klein wenig sauberer. Hey, that's my kind of job. I'll do it. The world's about to become a little cleaner today. Nur wenn du sie erledigst, aber was, wenn sie dich erledigen, nichts für ungut, Gringo. Oder so ähnlich. Okay. Liquidiere Baldi, Fatty und Long John. Okay. CIA, sieh mal einer an. Nee, ich hab erst gedankt. 50 Pesos habe ich dafür ausgegeben. Nee. Anything could happen to Lisa in a country like this. I gotta hurry up. Hoppala. Wo ist denn das jetzt eigentlich? 400 Meter. Ah! So kann ich nicht fahren, oder? Ah, okay. F9, F10, F11. Oder so ähnlich. Ja, kommst du noch früh genug ins Grab? Ach, das sind die Vögel. Ah. Scheiße, Mann. Die stehen hier am Mutel, lungern die rum. Ja, ja, genau. Aussteigen wäre nicht schlecht. Servus, ihr Arschlappen. Na, heute schon gekotzt? Das ist Band. Das ist Bandit. Ja, scheiße, wenn man nicht richtig schießen kann, ne? Oh, Zivilisten geht hoch, Banditen geht runter. Ah, du Penner! Du Kackstelze, du Erländiger, du... Ich hab jetzt gerade einen Reifen zerschossen vor meinem Auto. Mann, oh. Boah, ich bin gerade runtergesprungen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nein. Das will ich. Ja, die Waffe wär nicht schlecht, aber... Puh. Scheiß drauf. Okay, wen haben wir denn hier? Bandit. Oh ja, wenn du nicht mehr dabei hast. Fatty. Fatty hat nichts dabei? Stimmt sogar. Da waren aber drei drin. Hat er sich verkrümelt? Bodyguard-Anführer, alles klar. Dann weiß ich, was ich davon halten muss. Oh Mann, oh. Oh Mann, oh.
Ich lasse nicht auf mich schießen, das könnt ihr euch gleich mal abschminken hier, Penner. Wer euch denn überhaupt eine Waffe in die Hand gedrückt hat, ne? Ach nee, das kann nicht wahr sein. Ich guck dir das an, ich hab schon wieder einen Platten. Stimmt ja, mit der Maus kann ich auch lenken. Wo kriege ich jetzt einen Reifen her für meine Gammelgurke? Ah, ich weiß woher. Natürlich, klar. Müssen wir noch nicht einmal weit fahren? Oder? Gesundheit. Kofferraum. Wunderbar. Fällt mir. Da sieht man mal wieder, wie hilfsbereit die Leute sind. Schenkt mir einfach so ihren Reifen. Ja, ja, Taxifahrer. Muss man auch mal sagen. Ich war's nicht, ich hab ein Alibi. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Steckt man automatisch weg, genau. Okay. Sie sind alle tot, Captain. Die örtliche Unterwelt hat herbe Verluste erlitten. They're all dead, Captain. The local criminal world just took a major hit. Ausgezeichnet. Vielleicht haben die Leute nun nicht mehr so viel Angst, wenn sie auf die Straße... Was? Sind? Aha. Hast du noch einen Job für mich, Captain? Any more work for me, Captain? Nothing's changed, Myers. There's more work for you. Alles beim Alten, Myers. Ich habe noch mehr Arbeit für dich. Die Guerillas haben eine ganze Ladung Flugblätter in die Stadt gebracht. Die muss vernichtet werden. Mir fehlt jetzt an der Zeit, am Geld und an Männern, um diese ekligen... Naja, wie auch immer. Ich kümmere mich darum. Wir haben diese ganzen... Mir haben diese ganzen Werbebrüste noch nie gefallen. Sehr schön. Und denk an die... Soll ich denn mit dem Ding anfangen? Naja, wenn es sein muss. Na du Arsch.